Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Planet Coaster. Wir müssen noch eine Verbindung schaffen von dem Anfang unserer Warteschlange zu dem Fahrgeschäft und da kümmern wir uns jetzt mal drum und wenn dann noch Zeit ist, dann friemeln wir auch noch ein bisschen an dem Ausgang rum. Dieses Fahrgeschäft bräuchte dann natürlich erstmal einen Ein- und einen Ausgang. Das wäre ganz praktisch. Jetzt ist die Sache, wo steigen wir am besten ein? Vielleicht auf dieser Seite? Also, ne, so von den Abständen her. Und hier dann auf dieser Seite, wenn es da dann auch rausgehen soll. Und dann habe ich mir gedacht, machen wir jetzt hier noch so eine richtig schöne Schlängellinie. Erstmal kommen wir hier noch mit 4 Metern ganz entspannt raus. Aber das sieht so aus, als müsste man das hier mal eben so ein Ticken glätten. Nein, Warteschlange. So, perfekt. Und jetzt würde ich gerne das Ganze tatsächlich sogar auf 2 runterbrechen. Weil das ist jetzt gerade ein ganz schön drastisches Runterbrechen, ne? Machen wir das geschmeidiger. Dass so langsam enger wird. Und dann würde ich hier gerne noch so dieses klassische... Oh, wir laufen in Schlangenlinien durch die Gegend Dingen machen. Ist da so ein bisschen realistischer halt. Du bist da. Und dann schlängelt man hier wieder zurück. Und hier vielleicht eine etwas entspanntere Kurve machen. Man kennt es doch, ne? Warte, da machen wir noch einen weiter. Die klassischen Würstchen zum Anstellen. Hat jeder immer Bock drauf. Vielleicht können wir hier noch so eine Fastlane einpflegen. Wobei, ist das schon zu nah am Fahrgeschäft? Das könnte schon zu nah am Fahrgeschäft tatsächlich sein, ne? Weil ich würde auch mal sagen, dass das, was wir jetzt haben, hier reicht. Machen wir noch so. Und gehen da dran. Und das soll ja dann nicht so plain hier bleiben, sondern wir machen das da drumherum ja noch schön, ne? Da kann man dann auch nochmal solche Pflanzgeschichten machen, die das Ganze ein bisschen auflockern. Man könnte auch vielleicht noch da hingehen und sagen, hier ist ja auch der Ausgang, man macht hier irgendwie in diese Seitenwände noch Geschäfte oder so rein. Weil das ist ja noch eine riesige Fläche, die sonst sehr, 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 sehr ungenutzt ist. Vielleicht kann man die noch anderweitig benutzen. Müssen wir da mal gucken. Okay, jetzt ist natürlich die Sache. Kriegen wir hier so ein Fastlane-Ding rein? Premium-Pass aktivieren. Ist nur die Frage, ist das zu kurz? Da bin ich auch mal gespannt, ob das im zweiten Teil besser gehandhabt wird. Anders. Na, da kommen wir jetzt so nicht rum, ne? Da auch nicht. Also finde ich ein bisschen blöd. Gehen wir vielleicht doch schon in diese Richtung. Machen hier noch so einen Schlenker. Aber auch so, weiß nicht, so gewollt und nicht gekonnt aussieht. Da müsste man schon hier so ein bisschen einen größeren Schlenker machen. Ich glaube zwar nicht,
das, also so kann man da vielleicht noch mitarbeiten. Ich glaube zwar nicht, dass den viele nutzen werden, aber man kann es ja ausprobieren. So, okay. Damit hätten wir die Wege schon mal drin. Das muss natürlich noch alles schön verkleidet und dekoriert werden, aber wir kümmern uns jetzt erstmal noch um den Ausgang. Und dazu müssen wir an dem Teil hier rumspielen, wobei ich gerade tatsächlich am Überlegen bin, das zu löschen und das einfach rüber zu kopieren. So, weil das haben wir jetzt einmal designt. Dann können wir das doch auch benutzen. So. Da anpassen, da anpassen. Vielleicht nochmal so ein Stück rein. So. Tada! Und schon haben wir hier unseren wunderschönen Ausgang. Sehr gut. Dann können wir jetzt nämlich wieder Wege verlegen. Und zwar 4 Meter. Perfekt. Wir müssen einmal Tunneln wieder anmachen, das Raster auswählen und los geht es. Ich weiß nicht, wie weit wir hinten rein sind. Das haben wir auch von oben dann geguckt. So müsste das gewesen sein, ne? Und dann gehen wir jetzt auch in die Richtung raus. Also schön wieder zum Park hin und nicht zum Ausgang hin. Nee, Tunneln bleibt an, Raster muss aus. Und Treppe muss rein. Ja, perfekt, da sind wir doch schon wieder. Das geht echt gut. Es ist ja im Prinzip nur gespiegelt von dem, was wir da hinten gemacht haben, ne? So, hier einmal so ein bisschen. Lalalala, damit das gleich schöner, besser übergangsmäßig dahin passt. Schön abglätten. Dann können wir ja tatsächlich heute noch mit dem Design da unten anfangen. Das finde ich gut. So. Wo ist die Mitte? Da. Oh, nein. Ganz schnell zurück. Ich habe Tunnel noch an. Das wollen wir hier oben nicht. Dankeschön. Auch danke, dass du hier so kooperierst, Weg. Mensch, bin ich gar nicht gewohnt. So, das wäre hier jetzt ähnlich. Warte mal, da sind wir 1, 2 raus. Und dann darüber. Und jetzt kommt der Spaß, das hier zu verbinden. Wir müssen erstmal die Verbindung hier hin schaffen, ist das Problem. Und das gefällt mir noch nicht mit dieser Kante, die da. Nein, ich wollte drücken. Dieser Kante, die da entsteht. So. Ja, es geht von hier schon direkt dann so schräg ab. War schöner schräg. Warte, wir hatten hier. Nein. So gemacht. Jetzt geht das nicht, weil. Das ist jetzt nicht das Schönste, aber es funktioniert, würde ich mal behaupten. Anders als da, aber geht schon. Passt schon. Okay. Jetzt funktioniert das zumindest. Dann. Ach nee, da unten fehlt noch der Weg. Haha. Tunneln habe ich aus. Ne, ja, perfekt. Dann machen wir hier vielleicht auch so ein bisschen. Halt.
falls ich da wirklich irgendwie Shops oder so reinsetze. So. Jetzt könnte das eigentlich benutzt werden. Beliebig. Starten. Kosten sind ja eigentlich egal. Wir wollen alle damit fahren. Sieht mir zu rasant aus. Ach, jetzt stellt euch nicht so an. So. Okay, dann gucken wir mal. Jetzt müssten ja theoretisch die Massen an Gäste hier endlich reinkommen und Bock haben, damit zu fahren. Jetzt müssten wir doch hier mal ein bisschen Menschenauflauf kriegen. Wir können das Ding ja so lange mal einfärben. Wir haben jetzt hier so ein entspanntes Farbschema. Ich würde das hier auf jeden Fall schon mal irgendwie in so... Ist die schwarz-grau? Okay, dann sind die Sitze auch so. Naja. Passt schon. Das Blau vielleicht auch ein bisschen mehr so Vintage-Blau-mäßig. Also so alt. Ich finde das Farbschema eigentlich gar nicht so schlecht. Gelb finde ich zu knallig. Oder da nehmen wir halt ein Rot, aber halt auch so ein ausgewaschenes, nicht rosa. Und schon ein Rot, aber so ein ausgewaschenes Rot. Oder ich mache es andersrum. Ich mache hier das Rot und hier eher das Orange. Das finde ich ein bisschen entspannter vom Angucken. Oh, da freue ich mich auch, ne? Auf den zweiten Teil, dass man jetzt hier zum Beispiel sagen könnte, okay, ich packe da Sachen dran und es wird richtig damit interagiert und das genutzt und... Das wird super. Was ich noch gerne hätte, das wäre hier unten wahrscheinlich ganz wichtig. Wege. Geländer. Weg mit Geländer. Okay, warum geht das nicht? Hier ist Geländer, aber warum ist das hier bei dem Fahrgeschäft dann nicht? Weil das fände ich jetzt natürlich noch wichtig, dass das hier... Oder muss ich das bei dem Fahrgeschäft selber einstellen? Eigentlich nicht, oder? Eigentlich meine ich, würde das durch den Weg kommen, den man da dran platziert. Warum nicht? Oder von der Warteschlange aus. Da müsste ich aber noch hier Warteschlange mit Geländer aktivieren. Damit geht das. Okay. Weil ein Geländer hätte ich da auf jeden Fall schon gern. Ich bin auch am Überlegen, ob ich hier tatsächlich das vorgefertigte Geländer einfach benutze. Das mache ich ja super selten. Aber ehrlich gesagt, finde ich, passt das optisch zu dem, was ich hier vorhabe. Und wir sparen uns ein bisschen Arbeit und Nerven. Arbeit und Nerven, das trifft es auch sehr gut. Guck mal, wie viele Menschen hier kommen. Was ist das schön, endlich Menschen. So viele Menschis, die mit unserem Fahrgeschäft fahren wollen. Aber noch keinem ist dieser Premium-Pass etwas wert. So, nee, da müsste ich dann ja jetzt... Weg mit Bordstein, gebogene Gefälle, Wegstützen, Tunnel, Geländer an erhöhten Wegen. So, bei dem Rest brauchen wir das nicht, aber bei dem Stück auf jeden Fall noch. Okay, dann machen wir das wieder aus und das wieder aus.
Und können hier das bitte einmal wieder wegmachen. Ah, so viele Menschen, die damit fahren. Oh, was ich gerne machen wollen würde. Ich weiß nicht, ob ich das an jedem Punkt mache. Aber. Wo ist denn das? Hier. Die Dinger. Ich kann damit aber, glaube ich, keine Fahrgeschäfte fokussieren, ne? Das ist natürlich blöd. Wenn ich das Ding da hinten mache, dann machen sie zumindest die richtige Richtung, ne? Da kommt auch schon direkt der Erste. Ja, und jetzt steht der hier und guckt. Guckt dem Freefall Tower zu. Und macht ein Foto. Ja, so ist doch nice. Aber das Ding fährt doch gar nicht. Oh ja, das mag ich. Das müssen wir öfter hier in diesem Rondell machen. Dass die Leute dann auch wirklich da stehen und gucken. Das finde ich sehr gut. Okay. Warum habt ihr das nicht voll gemacht? Weil ich beliebige Dingens gemacht habe, muss ich dann doch sagen. Voll? Ja, ja, sortiert euch mal eben schnell neu. Damit ihr das Ding auch voll macht. Da kommen auch die ersten aus dem Weg wieder raus. Oh, perfekt. Das funktioniert alles. Ich mag das. Sehr schön. Okay. Dann müssen wir jetzt gucken, wie wir damit weitermachen. Sinnvoll wäre natürlich jetzt hier einen Custom-Weg drüber zu setzen. Also irgendwelche Platten, die dann der Boden sind. Ist nur die Frage, was passt da optisch? Sollte ja auch so ein bisschen zu unseren Wänden hier passen. Ja. Einmal verstrahlt werden. Feuerwehrdach. Ist einfach nur so Platz. Das hat zu sehr da die Erhöhungen. Das ist zu langweilig. Naja, finde ich das andere schöner. Holz mag ich da auch nicht haben. Das wird mir dann zu viel Holz. Sieht so ein bisschen zu dreckig aus. Die Platten sind noch ganz schön, aber ich glaube, die konnte man nicht farblich, nur diesen Holzrand, ansonsten nicht farblich färben. Aber ich glaube, das passt so ein bisschen zu dem Farbkonzept, ne? Bist du schief? Du wärst da jetzt schief dran, ne? Dann fügen wir dich mal dazu. Vielleicht kriegen wir das auch mit der Höhe hin. Nicht so ganz. Okay, warte, dann platziere ich dich mal hier. Trenne dich. Kann dich jetzt so weit runterziehen, wie ich das brauche. Ohne, dass die Füßchen extrem durchglitschen. Ja, hier funktioniert das schon wieder nicht. Also muss ich da doch so ein Stück höher bleiben. Aber das passt schon. So. Und das können wir jetzt hier schön verteilen. Okay, da haben wir jetzt... Na, das ist blöd. Dass wir da diese Kante drin haben. Außer wenn ich die jetzt auch irgendwie grau einfärbe, fällt sie vielleicht nicht mehr so auf. Weniger auf jeden Fall, ne? Hallo, gib mir
mir diese Platte, danke. Habe ich das jetzt? Ja, ne? Ah, es fällt auf jeden Fall weniger auf, das ist gut. Oh nee, hier haben wir so eine Bodenwelle drin. Warum ist denn der Boden da nicht komplett glatt? Was soll das denn? Bitte einmal auf diese Höhe hier. Unterglätten. Überall, wo es jetzt zumindest noch geht. So. Na, es hat irgendwie nicht wirklich geholfen hier. Oder ich war noch zu... Wobei, ich hätte ja... Warte mal. Dann sieht man zumindest, wo noch die Problemlücken sind. Und wie weit ich das runterglätten muss. Haben wir hier irgendwie eine tiefere Stelle? Oder ich mache mal eben hier so einen Dütz. Und nehme das zum Glätten. Wenn das jetzt halt ein bisschen sehr viel tiefer ist. Gut, hier geht es jetzt natürlich nicht. Oh, wegen den Wegen. Oder ich muss diesen Weg halt dann einfach... Warte mal, zieh es wieder ein Stück hoch. Einfach diese Bodenplatten doch nochmal ein Stück höher ziehen. Bevor ich mir hier ganz andere Probleme einhandle. Ja, aber damit beschäftigen wir uns dann in der nächsten Folge. Da gucken wir mal, was wir hier mit dieser ganzen leeren Fläche noch anstellen. Da ist ja noch auf jeden Fall Platz für mehr. Ein paar Ideen habe ich schon. Und wir gucken mal, wie sich das dann umsetzen lässt. Ich bedanke mich dann an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!